So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Unbound. Wir machen heute weiter mit der nächsten Nummer. Ja, rein theoretisch könnten wir jetzt bald die Qualifikation fahren, aber leider habe ich das Auto noch nicht dafür. Also noch nicht die Power, die ich gerne hätte. Warte mal, Leistung. So, 242, da würde der mehr kosten, 236.000. Oder hier 163.000 würde der mehr kosten. Aber ich glaube, ich habe den noch nicht, ich glaube, ich habe noch nicht die Pro-Version, oder? In der Garage. Sowieso nicht. Maximal super habe ich. Maximal super habe ich. Super 21. 38. Sechsundsechzig. 88.000. Warte mal, was habe ich denn hier für Fehler? 88.000. Ja. Ich nehme mir sowieso das neutrale Fahrwerk. 97.000. Ja, 107.000 kostet mich das, die Nummer. Und dann haben wir noch die Antriebsnummer. 129. 143. 153.000 wäre ich dann. Bei 153.000 wäre ich dann tatsächlich komplett aufgebaut. Mit dem Auto. Da wäre ich ehrlich. Also leider müssen wir noch ein bisschen fahren. Und damit beginnen wir heute. So. Leider haben wir nicht die Fahrzeugklassen. Was haben wir denn so? Wir haben nicht, die haben nicht viel Geld. Ne? Das ist das Problem an der Nummer. Hier ist noch ein A-Plus-Ding. Geld wie Heu. Die haben wir noch nicht. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall ein Takeover fahren, das ist klar. Und dann gucken wir, dass wir das hier vielleicht auch noch fahren, ein Straßenrennen. Wir fahren aber erstmal heute die Nummer. Also wir brauchen ca. 150.000, um unser Auto aufzubauen, so langsam aufzubauen. Und dann müssen wir ja noch irgendwann mal die Kohle für die Qualifikationsübergabe. Die werden wir definitiv nicht in dieser Aufnahmesession hinkriegen. Das ist schon mal, das kann ich euch schon mal so sagen. Das wird eine Weile. Hey, Speedy. Wie steht's? Moin. Ich bin auf dem Sprung. Wo warst du? Hab ich lange nicht in der Werkstatt gesehen. Ich bin geschäftig, Speedy. Suche mehr geöffnete Türen für dich. Ach ja? Was für Türen? Solche, durch die du Rennen gewinnst. Die Türen mag ich. Ich weiß. Wir sehen uns. Die Tankstelle habe ich ja freigeschaltet. Ich muss ein bisschen Offroad fahren oder ein bisschen von der Straße runterfahren, weil Kopf und so. Nee, wisst ihr, was ich meine? Ja, warte mal. Klappt natürlich nicht nur bis zum bedingt, bis zum Hindernis. So. Oh. Nein, da sind wir nicht. Hopp. Der Kuh soll ja unbedingt umgebaut werden auf die. So. Event. Dafür kriegen wir 4.500. Und wir fordern Chacha heraus. Achso, ich habe die Wette nicht irgendwie geholt. Haha. Fordern wir Maya heraus. Aber sind jetzt ein bisschen was stärkere, ne? Aber ändert ja nichts daran. Wir müssen die Punkte machen.
Boah, das ist aber arg. So, 30.000, wir brauchen 66.000. Aber nichts mehr an Material da, ne, zu weghauen. Ja, länger zählt er nicht, okay. Ich befürchte, dass ich es nicht hinkriege. Mann, es sah so gut aus, es sah so gut aus und danach habe ich es nicht mehr hinbekommen. I put it to you like this. I'd rather put money on my grandmother. Wow, das hat sich ja
Gelohnt. 66.300 Arabia, 61.200 und zählen 5.000. Dann probieren wir es dann nochmal. Ah, warum fahre ich da außen vorbei? Klar, stell mich am besten noch in die Betonwand. Aber jetzt deutlich schlechter. Scheiße. Schon wieder vorbei, Mann. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Schaffe ich nicht. Wir sind in der letzten Runde. Wie soll ich da 30.000 machen? Bei dem habe ich es geschafft, aber da war doch alles Mögliche da. Ich fahre auch noch mitten durch, ey. Das sind nicht die Hindernisse. Das ist das Problem an der Sache. Oh ja, fahr am besten noch da rein und dann direkt wieder auf Null. Am besten alles. Ich werde nicht mal. Ach, ich werde nicht mal annähernd so weit da vorne kommen. Ich hab nicht mal, bin ich mal Zweiter. Ey, boah, bin ich schlecht gerade. Boah, bin ich schlecht gerade. Ich krieg's ja nicht geschissen. Komm, gib mir jetzt noch 100 Bewertungen. Komm, eine versuche ich noch und dann machen wir es nochmal. Aber mal was anderes, dann probieren wir es halt vielleicht nochmal. 60.600, ey.
Ich habe eben 30.000 hinbekommen. Ich habe die Hälfte der ersten Runde hinbekommen und dann kriege ich nichts mehr geschissen in der Runde. In dem Rennen. Scheiße! Ah, Mann! Warum habe ich diese Waffe? Ah, jetzt hoffe ich das. Ich brauche 2000 irgendwo. Ich hab's geschafft. Hey, you driving like you stole it. I like your style. Yeah. Am Ende haben wir es dann doch hinbekommen mit 70.000. Aber wir haben die Aufgabe hinbekommen. Style it out. Wir müssen dringend das Auto wechseln. So. Gut. In der nächsten Folge probieren wir es dann mit einem anderen Event, weil wir müssen dringend das Auto wechseln. Wir haben nämlich für 3,5 plus
Ja, wie gesagt, die Qualifikation werden wir definitiv nicht heute hinbekommen, das ist schon mal klar. Ja. Bis dann, tschüss.